Ihre Tricks für den roten Teppich? Bauch einziehen ist der wichtigste Trick. Und am besten vorher noch mal gucken, ob man was in den Zahnzwischenräumen hat. Ich darf es nicht Zwischenräume sagen, wegen der Werbung, die da gerade aktuell mit Silvi läuft. Okay. Aber das, ja. Und man sollte natürlich ein Kleid anhaben, was nicht rutscht oder ansonsten irgendwie peinlich ist. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Felix Baumgartner bekommt heute auch einen Bambi. Was war denn das Mutigste, was Sie gemacht haben in Ihrem Leben? Oh, das von Felix Baumgartner fand ich krass. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da gehörte ich schon zu denjenigen, die da auch ein bisschen skeptisch waren und mich gefragt haben, muss das jetzt sein? Muss jetzt die ganze Welt zugucken, wie dieser Mann möglicherweise in den Tod springt? Also das fand ich grenzwertig, ehrlich gesagt. Natürlich ist er mutig, das zu tun, aber damit bin ich nicht so ganz 100% d'accord mit dieser ganzen Aktion, aus verschiedenen Gründen, auch der finanzielle Aspekt, der Werbeaspekt, also ja. Aber was habe ich Mutiges gemacht? Ich glaube, das Mutigste war, meinen Mann zu heiraten. Sich fürs ganze Leben auf einen Mann festzulegen, das ist und bleibt meine mutigste Entscheidung. Wer ist denn der Star des Abends? Für mich persönlich Blacky Fuchsberger. Ja. Warum? Weil er eine echte Stilikone ist, und zwar eine männliche Stilikone, weil er Charme hat, weil er Charisma hat, immer hatte und immer noch hat und weil er einer der ganz, ganz Großen ist in der Showbranche. Also gut, ich bin jetzt eine Frau, ich kann nicht sagen, es ist ein Vorbild, aber was sein Rückgrat angeht und seine Haltung, seinen Stil, ist es auf jeden Fall ein Vorbild für uns alle, finde ich. Okay, vielen Dank, wünsche ich einen schönen Abend. Ihnen auch.